Weiter geht es mit der Löschung von Dateien. Und hierzu gibt es zwei grundsätzliche Möglichkeiten. Das eine ist die Löschung der Datei durch Git selber. Git hat hierzu einen Befehl, gitrm, also git remove. Und was es noch gibt, ist die Möglichkeit, die Ihnen das Betriebssystem bietet, um Dateien zu löschen, also im Fall von Unix-artigen Betriebssystemen, der rm-Befehl für remove. Das Ganze ist etwa das Gleiche, wie wenn Sie im Explorer drin einfach eine Datei markieren und löschen oder es halt eben auf der Konsole machen mit irgendeinem Befehl. Wichtig ist, gitrm und rm machen nicht das Gleiche. Und das sieht man, wenn man git-status ausführt. Die erste Datei hello.c wurde mit dem git-rm-Befehl gelöscht. Die zweite Datei parlons.c wurde mit dem remove-Befehl des Betriebssystems gelöscht. Oder im Explorer mit Markierung, Delete, was auch immer. Rechtsklick löschen. Mit git-status short sehe ich nun, dass die Löschung von hello.c, dass sie nicht nur im Arbeitsverzeichnis erfolgt ist, sondern dass diese Änderung sogleich gestaged worden ist. Also sie ist vorgemerkt für den nächsten Commit. Hingegen das parlons.c, das ich einfach über den rm-Befehl gelöscht habe oder über den Explorer, das fehlt jetzt einfach im Arbeitsverzeichnis. Aber Git weiß nicht, dass das im nächsten Commit gelöscht werden soll. Das bleibt im Repository drin. Das ist der Unterschied zwischen diesen beiden Dateien. In der Regel, wenn wir mit einem Git-Repository arbeiten und eine Datei im Arbeitsverzeichnis löschen, dann wollen wir sie auch im nächsten Commit weghaben. Das heißt, Git Remove, also Git RM, ist für Löschungen meistens vorzuziehen. Achtung, Sonderfall sind Entwicklungsumgebungen, die irgendwie einen File Explorer haben, wie zum Beispiel Visual Studio Code. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was passiert, wenn Sie dorthin klicken und eine Datei löschen. Vielleicht merkt Visual Studio Code, dass es ein Git-Repository ist und merkt zugleich, dass Sie das auch diese Löschung stagen wollen. Vielleicht merkt Visual Studio Code das nicht und Sie müssen es dann nachher manuell noch stagen zum Löschen. Also hier müsste man jetzt git add parlons.c eingeben, damit das eben gestaged wird. Meine Faustregel, ich möchte nicht auswendig lernen, was die eine oder die andere Entwicklungsumgebung tut. Ich lerne einfach den Git-Befehl und arbeite damit, dann weiß ich, was passiert. Ich empfehle Ihnen, das auch so zu lernen. So, was es noch gibt, ist der Remove-Befehl mit speziellen Parametern rm-f und rm-cached. Angenommen, Sie haben eine Datei geändert und gestaged und jetzt wollen Sie den Git-Remove-Befehl darauf anwenden. Jetzt warnt Sie Git sinnvollerweise, dass Sie irgendeine Änderung gemacht haben und Sie jetzt aber alles löschen möchten, wodurch diese Änderung, die vorgemerkt ist, auch verloren ginge. Und jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder Sie geben den Cached-Parameter mit, dann können Sie die Änderung behalten im Arbeitsverzeichnis, aber es wird dann nicht mehr im Staging-Bereich sein. Oder Sie geben den -f-Parameter mit und dann wird die Datei effektiv aus dem Arbeitsverzeichnis entfernt. Also nochmal aus dem Staging-Bereich entfernen, git remove-cached. Oder wenn Sie die Datei definitiv löschen wollen, git remove-f. Das sind die beiden Möglichkeiten. Also Sonderfall, bei gestagten Änderungen, git remove funktioniert nicht einfach so. Sie müssen dann genau sagen, was Sie effektiv machen wollen, weil es eben verschiedene Varianten gibt, was Sie wollen könnten. Schauen wir uns einen ähnlichen Anwendungsfall an, git move. Also move, Datei verschieben. Eigentlich ist das Verschieben von Dateien kein Verschieben, sondern nur ein Umbenennen. Es werden keine Bytes von der Festplatte vom einen Ort an den anderen verschoben, wenn Sie eine Datei irgendwo in einen anderen Ordner verschieben. Für das Dateisystem oder für die Dateisysteme, die ich zumindest kenne, ist es einfach eine Umbenennung, auch wenn es in einem anderen Pfad ist. Das funktioniert, solange Sie auf der gleichen Partition bleiben, natürlich. Also schauen wir, es gibt wieder das ähnliche Problem. Es gibt einen Betriebssystembefehl, move, mv, und dann git-Befehl, git move. Und wieder ist das Gleiche, Sie können es im Explorer verschieben oder sonst irgendwie per Drag and Drop oder umbenennen. Es gibt den Betriebssystemmechanismus und den git-spezifischen Mechanismus. Schauen wir uns zuerst den betriebssystemspezifischen Mechanismus an, also den allgemeinen Mechanismus.
movehello.c zu helloworld.c. Dann zeigen Sie den Status an. Und was sehen Sie jetzt? Hello.c ist im Arbeitsverzeichnis als gelöscht markiert und es gibt eine neue Untracked-Datei helloworld.c. Also Git hat nicht bemerkt, dass es die gleiche Datei ist. Es könnte es theoretisch bemerken, wenn es auch den gleichen Hash hat, aber das macht Git, soviel ich weiß, nicht. In diesem Fall hat es offenbar nicht gemacht. Das Problem ist jetzt, dass eben diese Datei als neue Datei behandelt wird und die bestehende Datei als gelöscht angesehen wird. Und wenn Sie jetzt diesen Commit machen, das heißt, beziehungsweise das noch stagen zuerst, dann wird die ganze Commit-History von hello.c verloren gehen und helloworld.c fängt dann als neue Datei an, als ob es die vorher nicht gegeben hätte. Wenn Sie hingegen git move verwenden statt move, dann merkt Git, dass es eine Umbenennung ist und dass wir entsprechend dann mit dem Statuskennzeichen der R hier in der Ausgabe vorgemerkt. Und das in der linken Spalte, das heißt, es ist schon gestaged. Also Git nimmt Ihnen sehr viel Arbeit ab, wenn Sie Git Move verwenden, statt nur einfach Move. So, jetzt haben wir hierzu eine Aufgabe. Aufgabe 10, führen Sie die folgenden Schritte auf und aus, soll es verleisten, und halten Sie Ihre Antworten in der Datei Aufgabe 10.txt fest, welche Sie im Repository ablegen. Also wir sollen wieder etwas dokumentieren. Ich schaue nochmal in mein Repository. Ja, Status ist sauber. Und wir müssen jetzt das in Aufgabe 10.txt festhalten. Also das glaube ich ist nach oben, vielleicht ein bisschen größer hier. Bisschen zu groß. Okay. Löschen Sie zwei Dateien, einmal mit rm und einmal mit git-rm. Was fällt Ihnen in der Ausgabe von git-status auf? Ich mache mal ls und jetzt haben wir die Datei bar und foo. Ich mache jetzt mal rm-bar.txt und git-rm-foo.txt. Jetzt machen wir git-status minus short. Und was fällt uns jetzt auf? Also die erste Datei bar.txt, die ich mit rm gelöscht habe, fehlt im Arbeitsverzeichnis, währenddem die zweite Datei foo.txt, die ich mit git-rm gelöscht habe, als Löschung vorgemerkt ist. Sie können das jetzt aufschreiben, ich schreibe es jetzt nicht auf, ich spare mir das. Gehen wir weiter. Macht Sie nun beide Änderungen wieder rückgängig. Welche Befehle müssen Sie verwenden, um wieder den Ursprungszustand wiederherstellen zu können? Versuche es mal mit git reset -hard. Genau, das hat geklappt. Also ich kann es mit einem Befehl machen, wenn ich will. Ich mache es vielleicht noch einmal, um die ausführliche Variante zu zeigen. Noch einmal remove bar.txt und git remove foo.txt. Git status short. Sehe ich, das eine ist wieder im Arbeitsverzeichnis gelöscht, während das andere auch im Staging-Bereich als Löschung vorgemerkt ist. Fangen wir an mit bar.txt, git checkout bar.txt. Achtung, Tab-Vervollständigung funktioniert jetzt hier nicht, weil ich die Datei gar nicht im Arbeitsverzeichnis habe und die Tab-Vervollständigung arbeitet eben mit dem lokalen Verzeichnis in der Regel. Checkout. Ja, das hat geklappt. Und jetzt das zweite, da muss ich zuerst git reset foo.txt machen. Ich muss es, glaube ich, auch mit -- machen. Ja. Genau, und jetzt im zweiten Schritt muss ich halt noch git checkout machen. So, jetzt habe ich wieder den Ursprungszustand. Also git reset hard hat mir hier drei Befehle ersetzt. Hier wäre es sinnvoll, das zu machen. Aufgabe 3. Benennen Sie nun zwei Dateien um, einmal mit move und einmal mit git move. Welche Variante ist vorzuziehen und warum? Machen wir mal move bar.txt zu bar. Und dann git move foo.txt zu foo. Git status -- short. Was ist jetzt passiert?
Also bar.txt fehlt und ich habe eine neue Datei bar. Das war das, was ich mit move gemacht habe, und das zweite habe ich mit git move gemacht, foo.txt wird zu foo. Welche Varianz nun vorzuziehen? Ganz klar git move, weil hier die Umbenennung als solche erkannt wird und die commit history bestehen bleibt für diese Datei. Hier hingegen geht eine alte Datei weg, eine neue kommt hinzu und die commit history geht verloren. Außerdem muss ich jetzt das Zeug wieder manuell stagen, damit ich es committen kann. Also ist gleich doppelt sinnvoll, mit git move zu arbeiten. Es erspart mir einerseits den Verlust der History und andererseits ist es auch komfortabler in der Bedienung. Git reset.hard sollte das rückgängig machen. Jetzt habe ich immer noch die Datei bar herumliegen. Die kann ich jetzt einfach löschen, weil die ist neu entstanden. Die hat Git nicht getrackt gehabt. Darum muss ich die jetzt noch einmal manuell entfernen. Also Git Reset Hard kann nicht alles für Sie machen. Das wäre die Aufgabe 10 gewesen. Sie sollten das Ganze dann in der Aufgabe 10.txt festhalten und ins Repository einfügen. Das habe ich jetzt nicht gemacht, aber ich denke, das sollten Sie fertig bringen. Bin dann gleich zurück mit den nächsten Befehlen. Bis dann.